So gemeldet ist, glaubt der Herr, bitte sehr. Julia Herr, Umwelt- und Klimasprecherin der SPÖ sowie Sagatz aus dem Burgenland. Danke, Herr Präsident. Wertes Hohes Haus, wenn wir über den Krieg in der Ukraine sprechen, dann tun wir das mit der traurigen Gewissheit, dass mit jedem Gas, mit jedem Ölimport aus Russland dieser schreckliche und unverzeihliche Angriffskrieg Putins finanziert wird. Das gilt für Österreich, aber auch EU-weit. Wollen tut das allerdings niemand. Und deshalb stellt sich die Frage nach der Alternative. Mit mehr Gas heizen aus Saudi-Arabien, sodass dort dann der Krieg im Jemen finanziert werden kann? Noch mehr Öl aus Kasachstan, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wo auf Demonstrantinnen geschossen wird? Wohl kaum. Mittelfristig kann die Antwort also nur lauten, ganz auszusteigen aus Gas, aus Öl, aus all diesen fossilen Energien. Denn sie heizen seit Jahrzehnten geopolitische Konflikte an und das Klima auf unserem Planeten auf. Sie sind mitunter zentrale Treiber der Klimakrise. Und der Punkt ist ja, es gibt die Alternativen. Wenn wir statt mit Ölheizung mit Wärmepumpe heizen, wenn wir Warmwasser nicht mehr mit Gas, sondern mit Solaranlage erzeugen, wenn wir Energie durch Wind, durch Wasser, durch Sonnenkraft nutzen und nicht mehr fossil und das Ganze dann auch noch effizient. Aber ehrlich muss man auch sein in der Debatte, von heute auf morgen geht das nicht und trotzdem muss es so schnell als nur irgendwie möglich uns gelingen. Und dazu braucht es natürlich einen Plan. Und der Plan kann nicht sein, der freie Markt wird es regeln, weil dann werden wir es da alle herin nicht mehr erleben, solange werden wir auf das warten können, sondern es braucht einen kollektiven Plan, der gut überlegt wird, wo man auch die Verantwortung nicht auf den Einzelnen abschiebt, Naturheizung tauschen, wenn du das leisten kannst, sondern öffentlich, gemeinsam, organisiert und finanziert müssen wir diesen riesigen Umbruch ermöglichen. Und dazu brauchen wir Gesetze, Frau Ministerin. Sie haben erst heute in der Früh wieder gesagt, so schnell als möglich raus aus Öl und Gas. Ja, Gesetze dazu brauchen wir, einen langfristigen Plan, wie wir das tatsächlich umsetzen. Den könnten wir haben, den könnte man nämlich schon sofort beschließen. Nur ein langfristiges Gesetz, um auszusteigen aus den fossilen Energien, ist seit 1,5 Jahren überfällig, ist ausgelaufen, ersatzlos unter der ersten grünen Umweltministerin. Oder ein Gesetz, das vorschreibt, dass wir Energie nicht verschwenden, sondern effizient nützen. Genauso vor 1,5 Jahren ersatzlos ausgelaufen. Oder ein Gesetz, das vorschreibt, wie wir das jetzt machen mit dem Heizungstausch, nämlich sozial gerecht für alle, die sich ihn nicht leisten können. Das haben wir nicht. Es wird ehrlicherweise seit über einem Jahr verhandelt und scheitert an langfristigen Finanzierungszusagen dieser Regierung. Oder ein Gesetz, das endlich den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreibt. Und ja, da haben wir sogar eines beschlossen, auch mit Stimmen der SPÖ, vor 9 Monaten. Nur die Verordnungen fehlen. Da ist ja kein Cent geflossen, ist ja kein Windrad gebaut worden noch mit diesem Gesetz, obwohl wir es vor 9 Monaten beschlossen haben. Das geht nicht. Wir haben ja diese Zeit nicht. Geht nicht zusammen. Kann ich sagen, so schnell als möglich den Ausstieg. Und dann aber immer nur bei den Ankündigungen in den schönen Pressekonferenzen bleiben und dann aber nicht liefern. Und jetzt komme ich auch schon zu meinem allerletzten Punkt. Denn all diese Vorhaben, wer soll die denn umsetzen? Wer wird denn die Photovoltaikanlagen montieren? Wer wird denn die Heizungen tauschen? Es werden die Arbeiter und Arbeiterinnen sein, die wir dazu brauchen. Und wo ebenfalls die große Frage ist, wie kann sich das ausgehen? Die Regierung hat es verabsäumt, Arbeitsmarktoffensiven zu starten, Ausbildungsprogramme anzubieten, Umschulungen umzubieten und das in einer Zeit, ich sage es gern ganz konkret nochmal, wo sich die Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt. Das ist sozial- und umweltpolitisch nicht korrekt. Auch da werden wir nicht auf irgendeinen ominösen freien Markt warten können. Wir werden die Menschen ausbilden müssen, die uns die Zukunft ermöglichen, die dieses Land klimafit umrüsten müssen. Und dazu sage ich auch, wir brauchen die Aktion 40.000. Wir brauchen die Chancen für arbeitslose Menschen, denen wir jetzt eine Chance geben müssen, für uns alle, aber auch fürs Klima. Und die 1.000, das ist ja, glaube ich, der Zwischenruf jetzt gewesen, die 1.000 Arbeitsplätze in der Stiftung, die 1.000 reichen nicht.
mehrere 10.000 Arbeitsplätze brauchen wir. Also bitte, gehen wir es an. Dankeschön.